ist gerade schwierig mit dem Atmen oder die Schmerzen? Ich war 2 Stunden in der Schule, wenn es gut lief, und danach bin ich um 11 Uhr mittags, vormittags eingeschlafen, bin erst am nächsten Tag wieder aufgewacht. Luft holen, richtig, und raus. Weiter. Luft holen, richtig. Ich weiß jetzt, wie ich atmen kann, wie ich damit umgehe, wenn ich überventiliere, dass ich keine Panikattacken davor bekomme. Wie Erde. Okay. Und auch die Konsistenz ist ganz komisch. Wenn wir von aktuell 0,5 bis 1% betroffenen Kindern und Jugendlichen sprechen, wird allein über die Masse der Akutinfektionen eine nicht unerhebliche Zahl von Long-Covid-Post-Covid-Patienten zu erwarten sein. Hallo Nathalie, hereinspaziert. Robin Stier ist Oberarzt in der Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche in Wangen. Mit Sorge sieht er zunehmend Patientinnen und Patienten mit Problemen nach einer Corona-Erkrankung, wie die 15-jährige Nathalie. So Nathalie, ich fände es nochmal ganz toll, wenn du kurz erzählen könntest, warum du eigentlich bei uns bist hier in der Reha. Also nachdem ich letztes Jahr an Corona erkrankt bin, habe ich immer noch Nebenwirkungen. Ich kann zum Beispiel keine Treppen steigen, ohne danach außer Atem zu sein. Oder ich bin immer total müde und mir ist kalt und ich habe eigentlich durchgehend Kopfschmerzen. Also während der Erkrankung habe ich fast den ganzen Tag geschlafen. Ich habe kurz Essen gemacht und dann bin ich auch wieder ins Bett gegangen. Nathalie ist seit einem halben Jahr krank. Sie kann sich nur 20 Minuten lang konzentrieren. Ihr Leben ist schwieriger und einsamer geworden. Es ist echt komisch, dass man jetzt ein ganz anderes Leben quasi hat. Aber man kann wirklich langsam damit umgehen. Also es wird normal, ich weiß jetzt, wie ich atmen kann, wie ich damit umgehe, wenn ich überventiliere, dass ich keine Panikattacken davor bekomme. Das ist halt ganz gut. Trotzdem ist es nicht weg und trotzdem ist es immer noch blöd. Gehen. Ja? Ja. Auf geht's. Auch die 17-jährige Emily leidet unter den Folgen ihrer Corona-Infektion. Die Symptome werden vermutlich durch eine Überreaktion des Immunsystems verursacht. Die Jugendlichen setzen große Hoffnungen in die Reha und die Möglichkeiten hier in der Klinik. In der Klinik würde ich mir wünschen, dass ich wieder mehr Luft bekomme, dass ich Treppen steigen kann, ohne kurz eine Pause machen zu müssen und dass ich nicht den ganzen Tag schlafen muss. Das wäre so meine Wünsche. Ziel der Reha-Maßnahmen ist, den beiden Jugendlichen die Teilhabe am täglichen Leben wieder zu ermöglichen. Zurückzukehren in die Familie, in die Schule. Um einen Therapieplan für die 2 zu erstellen, sind noch Untersuchungen nötig. Heute eine Lungenfunktionsprüfung. Hi Emily, Sportschuh an und fit am Morgen. Ja. Bist du ein Morgenmensch? Nein. Nein, ich auch nicht. Aber du musst aufs Laufband, ich nicht, zum Glück. Hast du gut gefrühstückt? Ja. Also das passt. Ich hatte mein komplettes Leben eigentlich durchgeplant, was ich wann machen möchte. Ich hatte schon ganz lange einen Plan und auf einmal war der komplette Plan einfach futsch. Ich konnte nicht in die Schule gehen, ich konnte meinen Hobbys nicht mehr nachgehen. Ich bin eigentlich Tänzerin, das konnte ich nicht mehr machen. Ich lag eigentlich den ganzen Tag im Bett. Ich war 2 Stunden in der Schule, wenn es gut lief. Und danach bin ich um 11 Uhr mittags, vormittags eingeschlafen, bin erst am nächsten Tag wieder aufgewacht. Es war eigentlich nichts mehr möglich. Gut schlafen. Die Prüfung unter Belastung soll Aufschluss über die Leistungsfähigkeit ihrer Lunge geben. Aber nach wenigen Minuten auf dem Laufband hat Emily ihre Grenze erreicht. Sie hat Atemnot und bekommt Angst. Zur Seite stechen. Richtig, richtig gut gemacht. Noch tief einatmen, ausatmen. Du kriegst genügend Sauerstoff, haben wir gesehen. Brauchst du keine Sorgen machen, okay? Es kommt genügend Luft rein. Magst du dich lieber hinsetzen? Einmal kurz, komm mal mit. Nicht einmal, am besten hier hinsetzen. Okay? Ist gerade schwierig mit dem Atmen oder die Schmerzen? Beides. Ich würde sagen, das Schlimmste ist nicht mal all diese Symptome zu haben, sondern das Gefühl zu haben, dass niemand einen wirklich versteht. Und dass man quasi das Gefühl hat, allein zu sein damit und auch sieht, dass alle in deinem Umfeld quasi wieder gesund werden, dass man in der Klasse Leute sieht, die Corona haben und wieder gesund werden. Und das Gefühl zu haben, es ist alles gemein, weil man selber nicht gesund wird, aber alle im Umfeld schon.
Okay, darf ich nochmal abhorchen? Robin Stier kann Emily beruhigen. Von jetzt an stehen Achtsamkeit, schonendes Training und viel Geduld auf dem Programm. 4 Wochen später. Okay, los geht's. Natalie und Emily haben inzwischen einen vollen Tagesplan. Beim Schwertkampf schulen die beiden ihre Konzentration und dehnen gleichzeitig die Atemmuskulatur. Habt ihr echt gut gemacht? Wir bringen die Schwerter weg und dann könnt ihr euch umziehen. Man merkt, dass ich ein bisschen belastbarer bin, dass ich nicht jedes Mal Mittagsschlaf machen muss, dass ich mehr rausgehe, dass ich mehr mit Menschen mache, weil vorher war ich sehr viel in meinem Zimmer nur. Und hier lerne ich auch wieder mehr Kontakt zu Menschen aufzunehmen und mehr zu machen, einfach über den ganzen Tag verteilt. Am Nachmittag steht den beiden eine besondere Prüfung bevor. Heute haben wir wieder eine Einheit, wo wir speziell auf die Geruchs- und Geschmacksthematik eingehen. Dort geht es viel darum, die verschiedenen Geschmäcker in der jeweiligen Lokalisation zu erschmecken und sich vorher auch überlegen, rieche ich schon was, bevor ich was schmecke. Schnappt euch eine Scheibe und guckt mal, ob ihr Unterschied merkt. Nee. Ein Test, ob der Geruchs- und Geschmackssinn zurückkommen. Nichts. Wir machen direkt den Vergleich mit der Schokolade. Und dann, erstmal wieder dran riechen. Wie Erde. Okay. Und auch die Konsistenz ist ganz komisch. Mhm. Finde ich auch Erde? Oder? Ja, schon irgendwie. Also es hat so ein... Ich glaube, es ist eher die Konsistenz als der Geschmack. Ja. Würdet ihr sagen bittere Erde oder einfach nur so neutrale Erde? Rauchige Erde. Vielleicht wird Schokolade nie wieder wie früher schmecken. Aber Emily und Natalie lernen langsam, mit Long-Covid umzugehen. Man sollte auf jeden Fall wissen, dass die Krankheit nicht innerhalb von 2-3 Monaten einfach wieder gut wird. Oder dass man, wenn man in eine Reha kommt, man kann nicht erwarten, dass es danach einfach wieder gut ist, dass man danach einfach gesund wird. Das wird nicht so sein und das ist uns, glaube ich, auch allen bewusst. Es ist eine Krankheit, die man eben noch nicht erforscht hat. Man weiß nicht, ob sie jetzt in 2 Monaten oder in 2 Jahren weg sein wird. Und man braucht die Geduld, man muss sich selber die Zeit geben. In den 4 Wochen im Allgäu sind Natalie und Emily vor allem selbstbewusster geworden. Beide haben um weitere 4 Wochen verlängert. Ich möchte immer noch Krankenschwester werden, gerade weil ich jetzt so lange krank war und weil ich so viel Zeit in Krankenhäusern oder bei Ärzten verbracht habe, habe ich immer mehr gemerkt, wie sehr das ist, was ich machen möchte. Und auch wenn es jetzt noch ein Jahr länger dauert oder dann auch 2, je nachdem, mir ist hier bewusst geworden, dass es einfach nur darum geht, gesund zu werden und dass das das Wichtigste ist. Mein Plan ist es wahrscheinlich, dass ich die 10. Klasse nochmal wiederholen werde auf einer anderen Schule, um dann später Architektur zu studieren. Und falls das nicht klappen sollte, möchte ich gerne Modedesign studieren. Ich habe während meiner Erkrankung quasi angefangen, Kleider zu nähen. Ich hatte nämlich nicht mehr die Kraft, wirklich aus dem Haus zu gehen. Und das konnte ich dann etappenweise zu Hause selber machen. Ärzte, die kämpfen, Jugendliche, die zweifeln. Viele junge Menschen sind betroffen. Und für einige wird es vielleicht nie mehr so sein wie früher.